Gestern Abend dann waren die Panther in Kaufbeuern auf dem Eis. Für die Gastgeber war das Vorbereitungsspiel so etwas wie ein Feiertag. Schließlich sind die Augsburger der Erzrivale. Auch wenn die Allgäuer derzeit nur in der zweiten Liga um Punkte spielen, sie boten den Zuschauern eine klasse Partie. Auf der anderen Seite wollten die Panther natürlich zeigen, warum sie eine Liga höher spielen. Chris Collins mit dem 1:0 für seine Mannschaft. Zu Beginn des zweiten Drittels erwischten die Hausherren den besseren Start. Go Tanaka mit dem Ausgleich zum 1:1. Unterstützt von den Fans ging es weiter in Richtung Tor der Panther. Rob McFeeders erhöht nur ein paar Minuten später auf 2:1 für die Heimmannschaft. Allerdings hatte die nicht lange Bestand. Colin McMurphy zeigt, warum er einer der Topspieler der Augsburger ist. Wenige Tage vor dem Start der Punktrunde wollten die Panther das Spiel kontrollieren und sich keine Verletzungen mehr holen. Am Ende hieß es 7:5 für die Panther. Sie scheinen also bestens aufgestellt für den DEL-Start am Samstag bei den Frankfurt Lions. Mehr zu den letzten Vorbereitungsspielen sehen Sie auch heute Abend bei Augsburg TV in Panther TV gleich nach der Riegele Fußballshow. Gestern waren die Panther in Kaufbeuern. Dabei werden sie wohl nur wenig Gelegenheit gehabt haben, sich das kleine Städtchen im Allgäu mal genauer anzuschauen. Das ist nämlich